Habe ich irgendwas verloren? Nee, eigentlich Die nicht. neue Stärke da muss ich mal holen. Pistole immer noch nicht. Ich will die Pistole. Ich will Ich noch kaufen überlege, hier. ob ich gleich mit dem Okkultschnüffler rumgehen sollte. Ob ich Irgendwie, das. ob ich mir auch gerade mal einkaufe. Ich meine, was willst du das mit dem Geld hier machen? Gelb, mach die. Leute. Na. Ich laufe schön, träume Noch. schönes. Ja, ich weiß nicht. Das Das war halt diese Exorzismusbuch, Gerichte. das Die haben wir, Gerichte. das brauchen wir eh mal einmal. Ja, aber dass wir halt. Dass wir halt die Objekte gleich alle schnell finden. Weißt du, dass wir viel Geld kriegen, so. Weiß Ich nicht. kaufe mir einen Schnüffler. Also, Dann habe ich ich noch habe auch 1 einen. Euro. Ist das Angebot bei McDonald's noch, dass ich mir auch vom Burger kaufen kann, oder? Ein Euro, ne, die kosten jetzt 1,30 Euro. Das habe ich jetzt Was? nicht mehr. Ja, ich glaube, die Burger bei Buche. McDonald's, die 1-Euro-Dinger, die gibt es nicht mehr. Die kosten 1,30 Euro oder Genau wie so die jetzt. ganzen 1-Euro-Läden, wo jetzt alles 1,10 Euro Ja, kostet. ja. Oh Mann. Das ist so Boah, das gut. ist aber ein doofer Name, ne? Euro 10 Laden. 1,10 Euro Laden, ja. So, jetzt ist halt Marco auch mit dabei. Jetzt sieht er den Friedhof auch mal. So. Stimmt. Willkommen Da auf dem war ich noch Friedhof, nicht. Freunde. Ich mache die Safe Zone gleich mal. So, Safe Zone wird eingerichtet. Hallo auf dem Friedhof. Alter. Ja, Gedränge hier. Ich sehe nichts. Vor allen Dingen ist jetzt hier alles voller Taschenlampen. EMF, oh ja, oh. Ich nehme mir auch mal eine Taschenlampe, ja. Du, genug da. Ja, Kannst auch ich sehe zwei. schon, ich sehe Ah, nee, schon. Marco wollte mir halt mal ein EMF abziehen. Habe Was? ich genau gesehen. Ach, jetzt geht's schon los, ey. Naja. Schön, ey. Ich stelle mal diesen Notfall. Taschenlampe bringt dir auf dem Friedhof nichts. Ich sehe nichts. Das ist Ich alles nehme den weiß. Okkultschnüffel gleich mit, ja. Und ich gucke, ob ich die Orbs finde. Ich gehe rechts rum. Wir haben Schrift, hier ist Schrift. Wir haben Schrift an Wänden. Oh ja, das Direkt ist hier, wenn wir ja reinkommen. schnell. Schrift an Wänden. Was hat er geschrieben? Warte, sage ich dir gleich. Schreiben, Oberfläche. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Also er sieht uns, schön, er hat Augen, das ist natürlich nett. Das ist gut zu wissen von ihm. Ich guck mal mit dem Okkultschnüffler rum. Ganz Ich bin ein ehrlich, ich lege die Freund. Taschenlampe ab. Die bringt hier ja nichts. Ich sehe nichts. Ich mag das nicht. Also wenn ich gerade vor mir leuchte, ist bei mir alles weiß. Ich sehe ihn schon, ich Nee. sehe ihn Wo schon. ist er? Ja. Was ist es oder wie? Er kriecht und ist ja geisterhaft, also heißt Kriecht er durchsichtig. nur? Nee, nee, der sitzt auf einem Vieren, steht aber manchmal auch noch ein bisschen. Und der bewegt seinen Kopf so komisch. Solange er nicht aufsteht, ist es ein Wiedergänger. Wenn er gar nicht aufstehen kann, ist es ein Wiedergänger. Der Ja, sitzt da, lol. manchmal steht er da auch, aber nur Er ganz, ganz sitzt. kurz. Ja, hier ist Kurz sein die Ort. Das Monte. ist sein Ort. Da. Da, ja. Wunderbar. Ja, hier ist ein Pentagramm. Hier ist ein Pentagramm. Hier ist sein Ort. Ich mache ein Foto vom Pentagramm. Ja, hier ist auch irgendwas. Ich glaube, die Vase hier, oder? Ja, die Vase ist ein okkultes Objekt. Ich glaube, könnte ein Wiedergänger sein, dann hängt er an dem Gegenstand. Ich trage mal wieder gegen ein, wenn er nicht mehr aufsteht, dann. Wenn er sollte aufstehen, ist es keiner, aber wenn er nicht aufsteht, ist es ein Wiedergänger. Ich tue das mal hier draußen liegen lassen, weil das könnte sein Objekt sein. Ah, das ist wieder so einer ohne Signal. Wiedergänger. Aber wir haben nur oberflächlich Schreiben, ne? Bis jetzt. Ja. Haben wir jetzt die Fotos von ihm? Schreiben vor Ort, Pentagramm, Geist, Ich bin Ursprung ein gehabt. Freund. So nice. So freund bin ich jetzt auch wieder nicht. Was passiert? Bleib Jagt er weg. dich? Nee. Doch. Er kommt dir nachher gekrabbelt. Ja, er krabbelt nur. Also er scheint. Aber jetzt habe ich Signal. Okay, jetzt habe ich Signal. Warte kurz, EMF3. Wo ist denn die Safe Zone hier? Hier. Wo, also du stehst gerade drauf. Ja, ich habe es nur gerade nicht gesehen. Ich gehe mal links rum. Geräusche? Ist das wieder Geräusch am Ort Was? oder? Alex. Da hinten ist er. Die Geräusche kommen von Ich ihm. bekomme aber kein Signal. Da ist er. Wieso habe ich denn jetzt 15% und jetzt kommt nichts mehr?
Er war gerade. Oh, jetzt hier. Ich hole mal auf was wegen Signal. Oh oh. Er jagt. Ich glaube, ich bin tot. Ja. Ich war einen Meter davor entfernt. Ich lieg hier. Will jemand mit Okkultschnüffler rumrennen? Sonst tue ich ihn rein. Oh, warte mal. Ich lege ihn in die Safe Zone hin. Taschenlampe. Ach, das ist die. Also, ich tue die mal rein. So, wie sieht's aus? Hab ich dich? Ja, du hast mich bei mir. Ja, ja. Ja, ja. Sieht gut aus. Hier gibt's was. Da oben. Mal alle aus dem Weg. Ja, er kommt. Ja, er ist hier, aber er geht wieder weg. Maria oder Kreuz tun ihn ab. 1% oder so. Bist du denn? Ja, es funktioniert. Du hast mich. Oh, das sieht aus, als würden wir tanzen. Ja, tanzen ist toll. Tanzen ist toll. Step by step. Oh, ist das schön. Wenn ich nicht K.O. wäre. Okay. Au, au, Entschuldigung. Alles gut. Ich hab dir im Kopf vor. Also wir haben nur das Gekritzel gerade, ne? Ja. Ich hab doch EMF 3-4 eingetragen, weil es noch nicht höher war. Jemand von euch kann das Pentagramm blitzdingsen und dann Weihwasser draufschmeißen. Achtung, er ist direkt vor euch. Direkt. Geht zurück, geht zurück. 5. Ja, fünf, er hält an. EMF 5, okay. Temperatur gar nichts bei ihm. Ich habe 60% Analyse. Geräusche hatten wir jetzt auch schon? Also, ich weiß es nicht. Es klingt. Das ist komisch, ey. Schlägt gar nicht aus. Ich bin mir sicher, ob es Geräusche sind. Ich kann ja mal das Gerät hier nehmen, wo 30% draufsteht. Welches und, komische Gerät? Na hier, das mit dem Signalding, nee, oder haben wir das schon? Marco. Wie war es, Tani? Wie ist das Ding? Achso. Sniffler. Das gelbe, dieses. Schniff-Schniff. Schniff-Schniff. Der Okkult-Schnüffler. Okkult-Schnüffler, ja genau. Ich bring mal dieses Messgerät hier hinter, wo sein Platz ist. Ich bin ja schon bei 60% mit meinem. Ach so, ja okay, dann wäre es besser, wenn ich deins genommen. Egal. Wald. Aber er ist ja, hier aber nicht. Da hat das nie gewirkt, so wirklich. Das wirkt nicht permanent. Naja, er muss halt da sein. Ja, ich hab hier so einen Grabstein. Das schlägt da übelst aus. Warte mal, dann kann nur sein, dass das Unsichtbare ist. Wo denn? Hier, wo du gerade warst, Marco, oder wo? Der hier vorne? Warte. Das kleine oder das Mausoleum da? Da könnte was Unsichtbares sein. Ich mach mal noch sein. Ein Foto von ihm, das ist. Was links von dir ist eine Vase, warte mal. Das Mausoleum wird sein, dass das schlägt. Teilweise bis auf 4,5 aus. Guck mal, ich nehme mal die Vase hier. Ist es die? Ja, ja. Die Vase? Los. Perfekt. Ja, ja. Ich lasse das mal gleich hier draußen liegen, weil wir müssen das eventuell mit der Waffe abschießen. Oh, sonst habe ich nichts gefunden, was irgendwo ausgeschlagen hat. Geh noch mal an die Ecke dort, wo das war. Ja, klar. Vielleicht ist die andere Vase noch. Nee, das ist alles tot. Da war es die Vase. Ja, ja. Ich würde euch gerne helfen, ich weiß noch nicht wie. Hat einer eine Blitzlichtkamera dabei? Ich hab so eine normale wegen dem Quest. Achtung, er war wieder Geräusche. Ich glaube, stimmt, am Ort ist es. Oh, er kommt. Nee, nicht wegen der Ketten. Ich höre ständig richtige Geräusche von ihm. Er kommt, glaube ich, Achtung. Ich habe ihn gerade gesehen, wie er auf euch zugekrabbelt. Ja, er kommt zu euch. Ja, guck mal her, ich brauche Foto. Foto haben wir doch schon von ihm, oder nicht? Ja. Achso, du machst Polaroid-Foto, oder was? Nee, so ein richtiges, so steht das Nebenquest, ist noch nicht erfüllt. Oh, okay. Er ist an euch vorbeigekrabbelt. Achtung. Oh, ja. Er krabbelt hier bei euch rum. Wo ist er hin? Beim Van war er. Verpisst sich wieder. Da, hinten ist er. Hat das jetzt gezählt? Also er war direkt vor mir. Filmen Sie einen Geist in der Nähe der Kamera? Nee, das ist nicht das ist die Videokamera. Die im Van diesen so. Film macht. Das ist nicht das Fotoding, ist das nicht. Ach so, ich dachte, damit war einfach ein Foto gemeint. Das ist ein Video. Da kann ich ja mal meine tolle neue Kamera hier ausprobieren.
Also jemand müsste von euch mit der Sofortbildkamera das Ding hinten sichtbar machen erst. Ja, sobald ich mein 100% hab. Das Pentagramm. Und dann mit Weihwasser ab. Er kommt, er folgt euch, er ist bei euch, Vorsicht. Er krabbelt hier rum. So, wir haben einen 9P350. 9P350, okay. Ja, vernichten Sie das Pentagramm. Und Heimsuchung des verfluchten Objekts haben wir wieder. Okay. So. Für das Pentagramm brauchst du die Blitzlicht und das Weihwasser-Ding. Falls jemand Weihwasser auch dabei hat. Ich habe Polaroid-Kamera und Weihwasser. Ich nehme mal hier die Taschenlampe. Folgt einfach der fliegenden Taschenlampe. Oder wisst ihr noch, wo es ist? Nicht wirklich. Ich habe aber noch das. Hier, Achtung, er jagt zurück, zurück, zurück. Wenn du den Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Hat ihn gar nicht interessiert. Marco fühlt das Buch. Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Er ist noch hier, er krabbelt hier weg. Ja, das hat mir auch nicht gelohnt. Das ist echt. Nervig. Ich habe mal Barrikade verdoppelt. Wo war das? Ja. Hier, siehst du die fliegende Taschenlampe? Sie kommt. Ja. Leuchte mal, also du musst genau hierhin fotografieren. Jo, da ist es. Ja, okay. Pentagramm ist gereinigt. Okay. Perfekt, dann haben wir das schon mal weg. Dann als nächstes Blitzdingsen. Das sind die UFOs. Temperatur von Error. Exorzieren Sie den Geist, okay. Hm. Ich kann mal dein Dings hier wegbringen. Hm? Okkult Schnüffli? Oh. Nee, den habe ich gar nicht. Der ist im Van. Der Taschenlampe, hallo. Wieso sterbe ich eigentlich immer? Ich gehe immer zu drauf zu irgendwie, keine Ahnung. Tja. Ihr könnt versuchen. Da kommt er. So, Kollege, jetzt weiche ich ab. Achso, du willst. Könnt ihr die zwei Vasen mal angucken mit diesem Okkultgerät? Welche von denen, ob die das sind? Ist eine von den beiden das? Überhaupt oder sind die es gar nicht? 9. Müssen wir das auch machen? Ja. Und 8. Okay. Wir haben noch nicht das, was es ist, also woran er hängt. Das heißt, ihr müsst seinen Ort noch absuchen. Er hat noch irgendwo einen Gegenstand, an dem er hängt. Nochmal mit dem Sniffler rum, meinst du? Entweder das, ja, oder du gehst da mit dem OCC-Gerät. Ah, da ist er. Das müsst ihr ausschlagen dann. Ja, rechts von uns, ja. Ja, ich sehe. Richtung Van. Ja, oh, hier. Was? Lo? Oh. Ja, er. Nee, okay. Bringt nix. Doch, hat was. Oh. Jetzt musst du aber die Kanone aufheben. Den brauchen wir jetzt. Ich hoffe, da ist noch ein Schuss drin. Die Kanone. Ja, ich hab nur einmal ganz kurz. Also, hallo. Nee, die hat übelst wenig. Ich weiß nicht warum. Das ist voll dumm. Aber wir müssen den Gegenstand finden, an dem er hängt. Kann ich das mit dem OCC-Ding auch machen? Ich leg die Kanone vor den Band für den Gegenstand. Mhm. Habt ihr noch so ein OCC-Gerät? Vielleicht kann ich damit auch rumlaufen. Ich bin damit gerade unterwegs. Ihr müsst es mir bloß anmachen, wir können da halt nichts tun. OCC habe ich da auch noch welche. Ich kann gucken, kann. Hast du? Messen Sie Temperatur Error. Hast du hier ein OCC zufällig? Hier. Aber das muss doch mit dem. Hier habe ich 68. Du's? Hier ist nochmal eine Vase. Er kommt? Ja. Er kommt? Die müssen. Warte, ich komme zu dir, ich trage die Vase. Ich trage die Vase, wo bist du? Er kommt, glaube ich, zu dir. Ja, okay, versuch's nicht. Ich versuche mal, den irgendwie. Er ist. Ich habe ihn ja irgendwo gesehen. Wo bist du denn, Indy? Guck jetzt nochmal, ich lasse mal fallen. Ist hier bei mir, glaube ich. Ja, das ist die Vase. Ja, da. Er kommt zu dir. Lauft, er kommt zu euch. Er kommt zu euch. Lauft. Nee, er jagt euch nicht. Er steht, er macht nichts. Ich kann nicht mal rennen, das ist so dumm. Ja, 68,5. Das ist es, daran hängt er. Jetzt hoffen wir mal, dass ihr noch einen Schuss an der Waffe habt. Ich denke schon. Wir müssen noch eine Waffe kaufen, unbedingt. So. Dann Indy. Zieh durch. Ich hab jetzt. Achso, ja, irgendjemand muss.
Ich versuche gerade noch dieses Error zu bekommen, aber das, das ist die Vase, auf die muss man schießen. So. Voll draufhalten und schießen. Scheiß, doch. Ja, hat geklappt, ja. Ich glaube, er ist gerade weg. Hat geklappt, perfekt. Oder? Nee, sie, er ist noch nicht weg, oder? Hat das schon gereicht? Nee, er ist noch nicht weg. Nee. Weg ist er noch nicht. Aber ja, das hat funktioniert, was Marco gemacht hat. Er hat das Ding exorziert quasi. Mhm. Was fehlt denn da jetzt noch? Oh, gerade. Hä? Ach, Kamera. Ist, war ist es aber jetzt immer noch nicht weg. Was? Das haben wir. Wir haben noch Salz, das mit wir dem haben Buch. Noch. Buch fehlt noch. Das hat Marco gemacht, oder? Nee, es hat, weil es hat nicht funktioniert gehabt bei Marco. Dann haben wir, alles. Wir haben fünf Sachen gemacht. Ihr müsst das Buch noch machen. Das Buch hatte bei Marco nicht funktioniert. Glaube ich. Okay. Also es hat nicht getroffen. Ist das hier irgendwo? Er ist gerade da hinten an so einer Krypta, hängt da dran. Ey, hat jemand noch so ein gelbes Thermometer? Ich hatte eins. Ich hatte eins, ich kann eins raus. Ich kann auch aus dem Lager zugreifen, wenn ihr noch eins wollt. Das willst du sagen, oder was? Ich krieg mit dem hier nichts, was Error anzeigt. Mit diesem anderen. Weiß nicht. Er kommt auf dich zu. Er rennt, blub. Das bist du, glaube ich, mit dem gelben, ne? Das bin ich. Mit dem Van. Achso, ja, Marco, der kommt auf dich zu. Er ist hinter dir, Marco. Oh fuck, das so viele Kreuze, viel. Marias. Er ist weg, er ist weg. Er steht hier vorne, er steht hier vorne. Bei der Kamera ist er. Mhm. Auf was reagiert er denn eigentlich? Maria oder Kreuz? Wir wissen. Uns fehlt aber noch die Temperatur, oder haben wir da schon was? Gar nichts. Also okay, Temperatur haben wir gar keine. Ich hab's halt schon ein paar Mal versucht. Also brauchen wir jetzt bloß noch das Buchding. Ich hol das mal. Das muss noch klappen, dann haben wir ihn, glaube ich, weg. Aber das Error muss ja auch mit dem Normalen gehen für halt neue Spieler. Na klar. Könnt ihr das ja gar nicht machen. Ich denke, du musst dort, wo das Pentagramm war, vielleicht hin. Dass da, das ist halt der Ort, oder? Ich weiß es nicht. Ist nur so ein Gedanke von mir. Ja, das ist ja nicht, also Pentagramm so. Ist es ja auch nicht immer. Es muss ja am Geist gebunden sein. Die du diesen Ort heimsuchst im Namen des Herrn. Dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Er kommt. Salz. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Ja, hat funktioniert, er ist weg. Hat geklappt. Nice. Sehr schön. Ich snack mir die Cam. Oh, also. Nämlich auch cool Sniffer. Sehr schön gemacht. Der Auftraggeber wird stolz sein. Und wir haben wieder okkulte Objekte. Und ich bin wieder gestorben. No. Haben wir alles? Das ist eine Maria. Die Kreuze und die Maria steht noch da. Ja, zwei Kreuze haben wir hier. Ich weiß nicht, was du rausgeholt hast. Ich habe keine Ahnung. Passt schon. Ja. So ein Kreuz ist nicht teuer, es kostet irgendwie 10 Euro. Das sind diese Billigdinger von McGuides. Immer diese Verschwendung so. Naja, guck dir das an hier, wie sie aussieht hier drin schon wieder. Und du liegst mittendrin. Mhm. Im Reichtum, im Twitch-Money. Ich stehe auf Chaos, ne? Ja, es waren Wiedergänger, alles perfekt. Bis auf Temperatur, das haben wir nicht, aber der Rest haben wir. Ja. Gab's da denn jetzt Minus für oder wegen Temperatur? Nö. Ach so, vielleicht war es das ja gar nicht. Oder ist es? Ich habe Geister von ESP minus 3. Aber warum? Keine Ahnung. Geister von ESP war es ja auch nicht. Es war Stimmen am Ort. Ja, aber. Deswegen. Da wegen. Ja. Naja, whatever. Da kannst du nichts machen. Nee. Was haben wir denn noch? Irgendwas Cooles? Was hatten wir noch nicht? Das hier hatten wir noch nicht. Das Anwesen. Da konnten wir nicht zu Ende bringen, weil wir die Pistole nicht hatten. Aha. Das Ding ist riesig. Auch. Soll ich irgendwas kaufen? Ich weiß ja nicht was. Was kosten die Pistole eigentlich, wenn wir die mal kaufen können? Die Pistole kostet wie viel? 750, ne? Okay, ich spare dann mal. Für eine zweite Pistole. Die habe ich auch schon fast. Ich
habe 207. Einfach nur cool Schnüffel. Also ich denke, wenn ich hier ein Level 20 habe, müsste ich genug haben. Okay, das ist natürlich cool. Übel. Ja. Weil das Spiel macht Spaß. Das ist hier und da hast du halt so Punkte, aber es macht echt Laune schon. Bis auf das Exorzismusbuch habe ich jetzt, glaube ich, alles und dieses andere Thermometer. Ich habe jetzt von allen Untersuchungsgegenständen habe ich einen. Ah, gefahren sind. Ja gut, da ich habe jetzt gar nicht Flutlicht gekauft. Ich kann mir nur so ein Buch kaufen hier. Das Ding habe ich alles. Das ist aber auch sehr, sehr schnell so ein. Ich kann Flutlicht. Soll ich mal so ein Flutlicht kaufen? Soll ich mal ein Flutlicht kaufen? Flutlicht habe ich auch gekauft. Komm, ich kaufe mal ein Flutlicht. Wir machen das richtig helle. Das Anwesen wird erstrahlen. So. Wenn ihr ready seid. Ich bin ready. Dann let's go, Jungs. In den Van. Wir fahren noch. Ja. Ich schub's mich. Wow. So. Bam. Okay. Ich sehe gleich mal wieder Safe Zone ein. Ich habe Dinge gesehen. Ich habe auch Dinge gesehen. Hier links ist Licht. Links im Raum, wenn du reinkommst, direkt links im Raum ist Licht an. Das war ich nicht. Das war schon. Es hat geflackert, wo ich rein bin. Dass man eine starke Taschenlampe wäre nice. Danke. So, die Hütte, wo wir nichts machen konnten, weil ja. Dingens. Ja, ja. Die haben wir jetzt. Ich glaube, wenn du reinkommst, hier links, oder? Oder die Maria ist schon umgekippt. Welche Frevler hatte die Maria umgeschmissen? Ich weiß nicht, kann ich, könnte ich das gewesen sein? Oh, es krisselt. Er ist hier irgendwo. Nee, der Raum, wo das Licht an ist, ist es nicht. Jetzt habe ich wieder einen Bug. Das Bad. Nein, das nicht. In der Küche? 16 Uhr CC, 16.2. Richtung Kühlschrank hin? Ja, es ist auch die Küche, glaube ich. Ja. Oder? Ist ja, es hier in der Küche? Ja, hier 16, in der Küche, 7. Ich sehe Orbs. Ja, ja, ich auch, ja. Wo hast du CC-Wert? Richtung Kühlschrank, 16.9. Warte mal, 9. Kühlschrank? 16.9, ja. Können wir den aufmachen? Ja, wir können aufmachen, da ist nichts drin. Ja. Also was Unsichtbares wahrscheinlich. Ja, na komm. Na komm. Kannst du in das Buch schreiben? Die untere Hälfte will nicht aufgehen, die wird zugehalten. Okay, ich hol mal den Okkultschnüffler. Ich guck mal. Ich tu die Safe Zone mal ein bisschen hier hin packen. Na, Arzt. Scharniere könnten mal geölt werden. Mhm. Ich gehe gerade mal auf Erkundungstour und ich würde, glaube ich, sterben. Geh nicht so weit auf Erkundungstour. Ja, ich wollte gerade mal die Treppe hoch, aber dann dachte ich mir, Haben wir jetzt schon irgendwas? Nee, glaube nicht. So, Okkult-Schnüffler. Ich schnüffle schon mal nach Dingen. Hat es schon jemand gesehen? Ja.
Die Kreatur? Nein. Das Wesen? Ich habe nichts. Geil. Gesehen habe ich es auch noch nicht. Nichts zum Nutzen. Alter, das geht nur. So, ja, wow. Ist mein Teil jetzt hier weggepackt, oder? Das kann sein, dass ein Arm backt. Da musst du kurz alles... Ich wollte es gerade aufheben, da musst du kurz alles weglegen und dann mal kurz R drücken, dass du die... Ach, du hast ihn aufgenommen, oder? Ja, ja, ich hatte den ja. Wieder. Hier ist ein Spielzeug. Ja. Die Bücher, die ich hier habe, sind die okkulten Gegenstände. Ich habe was gefunden. Ich wollte das Ding mal hier auf die Treppe legen. Perfekt. Ja, Büro. Das erste Okkulte haben wir schon. Ein paar Bücher. Was war's? Ja, das war wow, irgendwie so eine Frau ohne Haare, also wirklich, wirklich ekelhaft, so zombie-mäßig, Alter. Oh. Kannst du ein Härchen stillen? Gelaufen oder gekrabbelt? Gelaufen. Durchsichtig oder schwarz? Nicht schwarz, aber fest, würde ich sagen. Also sie war nicht also, durchsichtig. Vielleicht eher ein Poltergeist. Klein, groß? Mannshoch. Okay, also groß, kein Kind. Ne. Also ein Poltergeist oder irgend sowas in der Richtung. Mhm. Dann tippe ich schon mal wieder Dämon. Das ist ja wie immer ein Dämon, obwohl er nicht lacht. Nee, gelacht hat er nicht. Boah. Der Okkultschnüffel reagiert hier hinten übrigens nicht. Uff. Ich hab das andere Ding hier, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Kannst du ins Buch schreiben? Mal ins Buch. Oh, ich muss mal kurz in den ja, zurück. Alles gut, mach Pause. Ich muss mich mal erleichtern. Mach Pause, alles gut. Oh Gott. Schön, ey. Oh, Marco hat's auf mich. Ich denke die ganze Zeit, ich bin verbuggt und kann kein zweites Objekt aufnehmen. Wo ist denn die Kamera? Bis ich festgestellt habe, ich habe zwei, EMF in der Hand. Ach, du hast bei EMF genommen, ich suche das schnell. Ich glaube, das wollte ich aber gar nicht haben. Weißt du, und ich bin die ganze Zeit hin und her scrollen und meine Kamera funktioniert nicht. Zeige dich. Das liegt übrigens hier, wenn du das haben willst, am Regal. Wo bist du? Ja, ich habe es ein anderes genommen. Scheiße, ich habe sie kurz gesehen. Zeige dich noch einmal. Wo bist du? Oh, oh. Wo ist sie? Sie war ja im ersten Obergeschoss. Minustemperaturen. Okay. Oh, Geräusche hier. Ja, Stimmen am Ort. Sie ist hinter mir her. Sie sind hinter mir her. Ich lauf. Scheiße. Wo ist sie? Sie steht hier vor mir und guckt mich an. Lol, jetzt sehe ich sie auch. Ja, sehe ich sie auch. EMF 4 hatte ich maximal. Sie steht hier mal vor mir. Wo steht sie? Ich sehe sie nicht. Die ganze Zeit hier vor mir. Ich glaube, ich bin tot. Ja, sie hat mich wieder. Ja, oh, was echt jetzt? Ja. Wow, sie dreht sich um und jagt mich. Hab ich das auf deinen Charakter abgesehen? Keine Ahnung. Ja, auch die Vermutung. What the fuck? Ich bin einfach zu gewagt an die ganze Sache, gehe ich denn nicht ran oder so, keine Ahnung. Ja, aber Die Safe Zones sind schon wichtig, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich hätte noch das zweite einrichten sollen auf dem Weg. Oh Gott, wie sieht denn das aus, wenn man einen trägt? Ja. Ich habe noch nie gesehen. Das sind aber sehr schöne Augen, muss ich sagen. Ja, auch die Haltung von dem rechten Arm. Ich weiß es nicht, sie ist nicht. Das sah auch sehr seltsam gerade aus. Das sollte, glaube ich, nicht so aussehen. Dankeschön. So, ich kann euch nicht mehr helfen. Es tut mir leid. Ja, mit zwei Namen, geil. Du bist ein Held. Ich habe den Okkult. EMF hatten wir jetzt, ne? Wie mach ich denn so einen? Ich hab Schiss, Dich hat's erwischt, ja. Okay. Ja, ein bisschen. Oh, so süß. Oh, so niedlich. Warte. Also EMF 5 hatten wir, ja? Und noch irgendwas? Nein, hatten wir nicht. Okay, kein... Ich hatte maximal 4. Also ich würde sagen, es waren gerade geisterhafte Stimmen am Ort, bevor sie gejagt hat. Hat nicht gerade irgendjemand gesagt EMF 5? Dann war ich...
weiß ich nicht. Hey, zeige dich! Oh, jetzt so mutig. Kannst du in das Buch schreiben? Geht das überhaupt noch bei mir? Ich weiß es nicht. Sie hat 0%. 0%? Sie ist ja drüber gelaufen. 23%, okay. Der auf der Treppe macht Fortschritte. Mhm. Warte mal, sie stand doch genau hier. Hey! Hier ist ein Pentagramm, ne? Wo? Am Kühlschrank. Lol, das habe ich nicht gesehen. Oh, mach ein Foto davon, Foto davon machen. Ja, stimmt, hier ist ein Pentagramm, das habe ich nicht gecheckt vor uns. Ach krass, unten auf dem Boden ist das. Das siehst du aber so nicht, da muss man erst ein Blitzlicht machen. Ah, ja. Ich hole mal Blitzlicht. Dann bringe ich ein bisschen Weihwasser so mit. Sterbe ich immer klar. Nur, okay. na. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich will nützlich sein, was kann ich tun? Reagiert sie auf ein Kreuz oder auf Maria? Ich würde was. Keine Ahnung, wie soll ich was ist. Scheiße. Ich tippe auch mal auf Dämon irgendwie. Obwohl, wenn sie sagen, warum? Hä? Habe ich doch einen Gefahrensensor gekauft? Was ist denn das überhaupt? Hast du eine Sofortbildkamera in dem? Nee, weil ich die mitbringen wollte, hatte ich das so verstanden. Ach so. Ja, aber. Ach so, hier ist die unter Werkzeug. Ich habe die gerade nicht gefunden. Ich nehme das EMF mit. Wenn ich was sehe, sage ich es euch. Ich will irgendwas Nützliches machen. Ich fühle mich sonst nicht nützlich. Ist das Ding an? Ja, ich glaube, es ist an. Oh Gott. Ich sehe es halt nicht richtig. Ich habe erstmal EMF 3.4 eingetragen, bis. Vielleicht noch mal irgendwie. Wo ist denn das Ding? Hinten in der Küche. Hier? Direkt hier, da. Nach unten, ja, perfekt. Ja, sehr schön. Das hat funktioniert, die ist weg. So. Halt mal hier hin. Marco, wenn du gleich mutig bist, kannst du vorlesen, ne? Aber sei vorsichtig, mach dich bereit zu rennen. Hallo? Bist du da? Hallo? Ich bin jetzt. Ich hoffe, vielleicht auch mehr mal so auf Wände und so achten. Das ist ja hier. Ja. Ich bin immer noch so ein bisschen im Phasmo-Modus und gucke immer noch auf das Buch. Es ist so, es geht glaube ich besser, wenn du es in der Hand hältst, das Buch, und sagst, es soll reinschreiben. 22%. Geh mal in die zweite. Zeige also. Dich. Geht das, wenn ich das Geist bin? Oh Mann, ey. Zeige dich uns. Wow. Also das Fluglicht ist ja richtig nützlich. Ja, da sie ist geil ausgedacht. Oh. Oh, Geräusche. Ja, es sind Stimmen am Ort, definitiv. Denke ich mal, das zählt. Also ich denke, das zählt. Soll ich das eigentlich hier nicht? Hier ist sie. Sie ist hier. Wo ist hier? EMF 3.4, EMF 3.4. Sie ist direkt, wenn du reinkommst, links in dem Raum. Sie steht neben dem Kamin. Oh ja. Ja, warte ich mal. Auf dem Schreibtisch in der ersten Etage ist ein Buch unsichtbar. Ja, hier, wo das schwebende Dings rumfliegt. Oh ja. Genau da ist sie und es ist 3.4. Wo ist was, Indy? Soll ich was holen? Sofortbildkamera könnte ich gebrauchen. Warte, ich bring dir eine. Ist hier noch eine drauf? Ich hab eine da. Okay. Sonst hätte ich die jetzt hochgeschafft. Wo bist du, Indy? Oh, egal. Bei der Treppe hoch und erste Tür rechts. Ja. Oh, erste Tür rechts. EMF habt ihr alle eingetragen? Und Stimme auch? Noch nicht. Ja. Oder? Hier, aber. Ja, ich sehe. Moment mal, so, hier auf dann kann es kein Dämon sein, dann muss es ein Poltergeist sein. Wenn ich Dämon eingebe, habe ich das mit dem Pentagramm nämlich nicht. Die Uhr. Hä? Oder was? Ne, mitten auf dem Tisch, ne? Ja. So, mitten auf dem Tisch. Das Buch, alles klar. Soll ich das Buch runtertragen, dann könnt ihr weitermachen? Ja. Ich will nützlich sein. Ja, ich habe ein Buch. Ich darf das Buch tragen.
Steht bei euch das mit dem Pentagramm in den Lösungen oder habt ihr es jetzt einfach so sie gemacht? Steht hier unten übrigens, direkt wenn du, bevor du die Treppe hochgehst, steht sie direkt an der Wand. Ja, ich sehe sie. Ja, ich habe sie gerade gesehen. Gib mal Hackengas ein bisschen. Da ist sie. Du, die du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist, möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Verschwindet das, wenn du das liest? Die Texte? Nee, die müssen verschwinden, sonst hat es nicht gezählt. Ja, musst du ein bisschen langsamer. Ja. Ja, okay. Ja, das war jetzt einfach bloß, weil sie ein bisschen Druck gemacht hat. Ich bringe euch mal ein Salz und so rein, ne? Ich bin nützlich. Nützlich. Uff, ich wollte gerade sagen, dass du, aber nee. Das ich kann euch auch Licht machen mit dem Blutlicht. So, ich habe ein Salz, ich schmeiß das Salz mal an die Treppe, glaube ich. Irgendwas stimmt ja nicht. Hier so. Salz. Oh, sie steht direkt hier. Wo ist sie? Direkt, wenn du reinkommst, rechts. Hier. Jo. Wo das Salz ist. Ah, hat funktioniert. Salz hat funktioniert. Ah, benützlich. Ich wollte anfangen zu zitieren. Das stimmt aber einiges nicht. Das steht mich als nicht in meiner Lösung. Was hast du denn für einen Geist eingegeben? Ich habe zwischen Poltergeist und Dämon gewechselt, aber nirgendwo kommt bei mir Salz oder Pentagramm. Das gibt's bei mir alles nicht. Wir haben ja bis jetzt. Was hast du alles eingetragen? Ich habe jetzt zwei was. Haben wir noch irgendwas rausgekriegt? Temperatur das minus, geisterhafte Stimmen und EMF 3,4. Ach, Temperatur minus, das habe ich noch gar nicht. Ja, dann sind es vielleicht doch keine geisterhaften Stimmen, I don't know. Hm. Ich bin mir halt nicht sicher, ich kann das nicht unterscheiden. 3,4? Für uns war es das. Was war noch? Geisternanalyse oder? Wo ist Indy? Ah, der kommt gerade. Ich gehe gerade zum Truck. Ich habe die Wohnung nach. Ah, doch. Unsichtbar. Das habe ich jetzt auch. Ich bringe mal noch den Tigerauge rein. Wegen den Minustemperaturen. Räucherstäbchen in seinem Raum anzünden. EMF war 3,4, ne? Mhm. Und die Pistole. Ich knall immer wieder ab. Also, ich habe jetzt noch Dämon eingetragen. Wissen wir, was ihr eingetragen habt? Also ja, ich wechsle mal zwischen Poltergeist und Dämon. Guck, was sich da so verändert. Ich schmeiß mal den Tigerauge so bei der Treppe. Das Kreuz hier vorne ist kaputt. Okay. Wo? Wo war jetzt sein das, Raum? Das vorderste. Das hintere ist noch Küche. Okay. Die Küche, das ist so. Ich kann das Tigerauge ein bisschen hin und her schmeißen. Oh! Was? Wo? Ah, Räucherstäbchen hat Räucherstäbchen, genau. Oh, sie ist pissig. Ja, sie macht Geräusche. Ich hol mal ein Dings, ein Kreuz. Mhm. Okay, das Pentagramm-Ding ist weg. Was? Quietsch? Oh. Ja, quietschig. Ja, jetzt habe ich die geisterhafte Stimme aber auch gehört. Was denn das sein soll? Gut, also dann denke ich, oder oh, das ist. Das war aber schon so ein. Gab es schon eine Analyse? Nee. Ja, das also, Ding da oben ist immer noch bei 20%. Dann suche ich jetzt mal, ob sie vielleicht irgendwo an die Wände geschrieben hat. Ich habe sie noch nicht gesehen, seit ich das in der Hand habe. Ich guck mal, ob sie irgendwo an die Wände geschrieben hat. Ich bin ja relativ safe. Ja. Weil ins Buch schreibt sie ja anscheinend nicht. Hä? Wo ist die Kanone hin? Oh, jetzt nicht hier. Die kannst du nicht wegpacken. Soll ich mal mit dem Gerät, was hier auf der Treppe rumliegt, rumgehen? Das hat 14%. Ich gehe mal mit dem Gerät rum, was hier rumliegt auf der Treppe. Ich hatte irgendwo eins, das hatte 22%. Das habe ich auch auf die Treppe gelegt. Meins geht. Die ist bei mir irgendwo. Ja, sie ist hier an der Treppe. Ich bin direkt bei ihr. Ich knall sie ab. 38%, 39%, 40%, 42%, 43%. Oben. Sie steht hier 51%, 55%, ich krieg's hin. 62%, 65%, 67%, 71%, ich cheate. 73%, 77%, sie ist genau hier.
81. Ach, da oben. Warte. 89, 90, 95. Ja, ja, und es ist ein. Was ist denn das? NL 120? Ich bring's mal mit. Ich bring's mit runter. 1 NL 120 gibt's. Ja, das ist es dann, glaube ich. Hier, ich hab's mit hierher gebracht. Guckt mal bitte. Was ist das mit dem Tigerauge dann? Ich Mist erzähle, hier ist es. Guckt mal nach. Ja, 1NL 120. Das ist dann das mit dem Tigerauge noch. Ja, das liegt hier, das habe ich schon mal hingelegt. Ich gucke auch nochmal nach Schrift. Ich gucke nach Schrift nochmal. Ja, das Buch hat jetzt schon funktioniert? Nee, ne? Nee, sie haut irgendwo gegen. So, Fräulein, kommen Sie mal her. Du, die du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurück... Nee, du musst warten, du musst dann immer warten, bis das registriert hat. Achso, hier. Es wird dann so durchsichtig. Ja. Das dauert manchmal ein bisschen. Gut, dann... Wo ist sie denn hin? Das kannst du aber einfach jetzt irgendwann irgendwo machen. Alter, ist das creepy hier oben. Muss man nicht direkt... Nee. Einfach nur im Haus oder so. Okay. Kann ich den bitte zum Schwingen bringen? Oh, das wäre so ultra creepy. Gut. Du, die du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn. Nein. Hä? Warte mal, ich probier so. Du, die du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn. Ich bin vielleicht zu schnell, ja. Nee, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Wo hat es Puff gemacht? Hat seinen Finger in meinem Buch rumgeteicht? So, hier ist das fliegende Tigerauge. Wo ist er? Ich verfolge es. Fliegendes Tigerauge. Fliegendes Tigerauge. Das sieht aus wie ein Ufer, Marco, du kannst gleich mal, wenn wir in der Basis sind, versuchen, die Probesprüche, die da in der Übungskammer sind. Ob das bei dir da funktioniert. Okay. Indy, wenn du reinkommst, komm mal her. Bleib mal dann direkt in der Eingangstür stehen und guck mal rein. Ja, warte, ich bitte. Guck mal, kann ich noch irgendwas mitbringen? Brauchen wir noch was? Ich stehe hier mit der Knarre und warte, dass er kommt. Hast du den Geist in Tani, wenn du jetzt so rumläufst? Oder? Nee, ich sehe den nicht. Was soll, wo? Einfach in der Eingangstür stehen bleiben und gerade ausgucken. Das Tigerauge, das fliegende Tigerauge. So, jetzt kannst du reinkommen. Kann ich hier eigentlich Oblitz dingsen? Nein, kannst du, versuch's mal. Ich stehe genau vor dir, mach. Ah, scheiße, Abo. Oh, das hat wehgetan. Voll ins Auge. Nein, kannst du nicht. Voll ins Tigerauge. Witzig. Wo ist denn die jetzt? Ich will die mit dem Tigerauge abschmeißen. Hast du was gegen das Tigerauge, hä? Hast du? Hä? Mob nicht das Tigerauge. Mob nicht das, warte. Au. Oh, Moment. Oh, ich hab die Pistole vergessen. Das ist so doof. Sie hat irgendwo gegen gehauen. Das war gerade ein Warst du mit Geräusch. Dem Sniffler auch schon oben? Nein, ich kam nie bis dahin. Ich bin dann vorher gestorben. Ich folge dir mal mit dem Tigerauge. Ich bin dein... Ich spiele jetzt Schutzengel. Ich komme auch mit und schieße. wie alle mitkommen. Das folgt dem Tigerauge, folgt dem fliegenden Geist kommt, vom Haus, ich hab Geist tot. Ich war hier oben, habe ich ein bisschen, aber ich kam nicht wirklich weit. Guck lieber noch mal rum. Nicht viel Licht. Ich würde euch eine Taschenlampe halten, aber ich kann nur ein was tragen. Oh. Mhm. Oh, scheiße. Entschuldigung. Toll. Oh. Was? Wo? Nee, Tigerauge hat funktioniert. Tigerauge hat gezählt. Tigerauge ist weg. Was mach ich denn? Scheiße, jetzt kann ich euch nicht mehr helfen. Nur eine Lampe. Verdammt. Leuchte uns. Habe ich jetzt einen Schuss verballert. Ah, diese Helligkeit. Ist jetzt immer noch da? Die ist noch da, die hat noch nicht diese Glitzerpuff gemacht. Irgendwas ist noch. Okay. Ja, die ganz oben war noch nicht, glaube ich, ne?
Das finde ich ultra creepy. Ist euch das mal aufgefallen mit dem Schaukelstuhl, der hier steht am Fenster? Hinter euch. Im Flur. Das ist minimal creepy. Ich habe gehofft, dass ich den vielleicht zum Schwingen bringen kann, aber es geht nicht. Hast du den Schnüffler an? Ja. Der ist ruhig, dass er gar nicht reagiert. Das ist krass. Oh. Ja. Was ist denn hier? Der Globus? Nee, geht nicht. Hier ist was Unsichtbares. Hat jemand eine Dingskamera dabei? Nee. Warte mal, die Uhr? Vielleicht hier die Uhr. Hä, wo ist denn hin? Die hängt vor dir. Hier, ich hab sie. Sie fliegt hier. Ja, ist die Uhr. Ich bring die mal raus. Ich bringe sie mal raus. Sterb bitte nicht. Nein. Solange der Schutzengel nicht da ist. Ich könnte ein Kreuz mitbringen, dann begleite ich euch mit dem Kreuz. Wäre eigentlich voll die Idee. Ja. Wäre sehr gut sogar. Das schwebende Kreuz. Dann müsste es ja sogar zählen, als ob das Kreuz auf dem Boden liegt. Kann ich ein Kreuz raus aus dem Lager rausholen eigentlich? Ja, müsste ich können, ne? Ich kann halt echt ein Kreuz aus dem Lager rausholen. Schaukelpferd. Aha. Das kann man sogar mitnehmen. Na, weiter habe ich nichts. Ganz oben auch nicht? Nee, da war ich jetzt gerade. Okay. Gehen wir wieder runter. Ja. Was brauchen wir dann noch zum Austreiben? Die Kanone. Oh, die Kanone. Das ist recht ruhig. Oh, ich sehe es hier im Was? Ist jetzt hier? So ein bisschen mal aufgeflackert. Da ist er, in der Ecke. Ja, hat geklappt, sie ist weg. Okay. Gut. Zum Glück, weil ich habe total die Orientierung verloren. Ich wollte immer da Salzknisp drauf ballern. Alter. Uff. Oh, ich erschrocken, ey. Die heilige Marie. Ey. Mob hier nicht die Maria, ja? Maria. Ja, ist natürlich die Frage, was für ein Geist war es jetzt eigentlich? Keine Ahnung, Dämon? Moment. Rückschlüsse? Moment, das Salz war's, Tigerauge war's, Räucherstäbchen. Das Buch war's nicht. Nicht. Das muss wir haben den. Ne? Aber es war ja was auch das Pentagramm, ne? Hä? Was passiert, wenn ich auf Dämon umstelle? Was hat man bei Temperatur? Ich glaube, Dämon ist es. Ich glaube, Dämon ist es. Aber wieso macht der Dämon denn gar nicht mehr? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir es einfach nicht. Hat er das überhaupt jemals gemacht? Ja, sollte er. Das ist das Einzige, woran du ihn erkennst, deswegen. Ein Poltergeist schmeißt Dinge durch die Gegend. Hat sie Dinge rumgeschmissen? Ja, hat sie einmal rumgeschmissen. Ja, einmal. Weil das macht er wahrscheinlich auch ein Dämon, wenn er angepisst ist, oder? Ich weiß es nicht. Moment, aber wenn ich hier Dämon eingebe, dann ist es nicht mehr das mit der Kanone, aber das war es ja dann letztendlich. Also kann es ja kein Dämon sein. Das klingt logisch, ja. Naja, uns fehlt bei ja auch noch ein was, ne? Ist das mit der Pistole. Wir haben aber ja auch ein was nicht. Also wenn aber wenn ich auf Poltergeist gehe, ist es die Pistole. Also muss es ja am Poltergeist sein. Dann ist das. Ich weiß nicht, ja, doch. Möglich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist nicht so einfach irgendwie manchmal. Also nehmen wir jetzt Poltergeist. Also ich sag Poltergeist, weil dann ja. Ist das mit der Kanone, das hat ja eben funktioniert. Na gut, aber ist halt bei K-Pentagramm dann da, ne? Wo ist denn das Pentagramm? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Oder Bankkühlschrank? Ja, aber in den Lösungen. So.
Was fehlt denn noch, wenn man da irgendwie rumprobiert, kommt dann vielleicht irgendwie das Pentagramm? Ja, beim Buch, es ist ein Dämon, beim Buch kommt noch was. Wenn man ein Buch schreiben macht, kommt Pentagramm. In der Küche liegt auch noch ein Buch. Wenn man ein Buch schreiben macht, kommt das. Warte mal, gibt's noch Oberfläche schreiben? Buch ist auch schreiben? Pentagramm. Ja, es wird wahrscheinlich ein das Dämon sein. Das habe ich aber dann beim Poltergeist, wenn ich da beim Buch Dings angebe, dann habe ich noch das Pentagramm. Beim Dämon habe ich es aber auch. Warte, ich guck mal. Wer mal auf Dämon um? Poltergeist habe ich es auch. Okay, dann lass ich es Poltergeist jetzt. Nee, beim Poltergeist, wenn ich Dämon einstelle, ist mir das mit der Kanone weg, aber das war's ja. Also Dämon kann es nicht sein. Also ist ein Poltergeist. Muss eigentlich. Und so. Buchschreiben habt ihr. Ich habe Buchschreiben mit einem Reihe, aber das haben wir als einzige nie getestet. So wirklich. Ich glaube, der das schreibt das. Das muss er aber nochmal ganz dringend überarbeiten, dass man einfach rumklicken kann, was halt geklappt hat. Es dürfte halt erst machbar sein, wenn du halt die Hinweise alle hast. So, haben wir alles? Können wir losfahren? Alle eingetragen? Ja. Ich noch mal. Poltergeist. Warte mal. EMF 3 bis 4. Mhm. 1NL 120. Jupp. Temperatur negativ. Mhm. Buch schreiben. Mhm. Und geisterhafte Stimme am Ort. Okay. Ja. Okay, dann let's go. Hoffen wir mal, dass wir recht hatten. Ich denke schon. Oder? Ja, doch. Muss ja, es war ja doch alles. Ja, muss ja. Muss ja das sein. Schreiben auf Wänden war, glaube ich, auch. Achso, das habe ich mir gedacht. Ja, es war ein Poltergeist. Ist ein Poltergeist gewesen. Und Geisterphone ESP wäre es gewesen. Okay. Und oh, das hatte ich vorher, das hatte ich sogar drin gehabt. Aber wir haben doch, hat jemand das, habt ihr doch probiert, oder? War doch gar nichts. Ich habe das Geisterphone noch nie was gehört, also. Wollen wir noch eine Runde machen oder wollen wir lieber ATS fahren? Zusammen. Auf was habt ihr Lust? Indie ist Level 20, ja, kann der Kanone kaufen. Ja, dann mach ich das mal direkt.